Hallo, ich habe eben gerade den Tag von Elisa gesehen, und zwar der 15 persönliche Fragen-Tag. Und weil ihr das eigentlich immer ganz gerne mögt, dachte ich, da mache ich doch einfach mal mit. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Im Grunde genommen nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch finde, dass Spitznamen, die irgendwie mit dem Namen Jasmin zu tun haben, nie schön sind. Ich finde sie immer grausam, fand das schon immer und fand es auch immer ganz schrecklich, wenn Freunde von mir versucht haben, einen Spitznamen aus Jasmin zu machen. Deshalb kenne ich aber eigentlich auch keinen aus meiner Familie, der mich anders als Jasmin nennt. Meine Mama manchmal Mausi, aber das hat nicht wirklich was mit meinem Namen zu tun. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Definitiv. Wahrscheinlich extrem viele. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, deshalb fällt mir jetzt gerade eine spezielle Angewohnheit ein. Und zwar, wenn ich Treppen hochgehe, das ist ganz schwer zu erklären. Aber wenn ich eine Treppe hochgehe, dann mag ich, dass der letzte Schritt auf der obersten Stufe ist, aber ich nehme mal nur jeden zweiten Schritt. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt eine unbekannte Treppe hochgehe und jeden zweiten Schritt nehme und dann merke, dass mein letzter Schritt mit einer Stufe dazwischen nicht aufgeht und ich nicht auf der obersten Stufe bin, dann nehme ich nochmal einen Schritt zurück und versuche auf der obersten Stufe zu landen und weiß dann, wie viele Stufen die nächste Treppe haben wird und dann zähle ich mit und dann geht es auf. Das hört sich total bescheuert an. Habt ihr überhaupt verstanden, was ich meine? Hast du irgendwelche Phobien? Also jetzt nicht sowas wie Spinnen oder Höhenangst oder so. Ich habe ein bisschen Angst vor Dunkelheit und vorm Abwaschen und feuchten, dreckigen Lappen. Welchen Song drehst du heimlich auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Eigentlich, ich habe ja mal erzählt in anderen Videos, dass es bei mir immer so ist, dass ich ein Lied besonders gerne mag und wenn ich das Lied besonders gerne mag, dann läuft es die ganze Zeit in voller Lautstärke und ich singe immer laut mit. Jetzt zum Beispiel in diesem Moment mag ich gerne SWV Anything Old School Version. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich am meisten? Ich bin jemand, der sich gerne über Kleinigkeiten aufregt. So in der Öffentlichkeit reg ich mich gerne über Sachen auf. Also über Sachen, die in der Öffentlichkeit passieren. Beispielsweise, wenn Leute so unhöflich, so asozial durch die Gegend laufen. Beispielsweise, wenn ich durch die Innenstadt laufe und da laufen drei Typen nebeneinander und ich komme entgegen und es ist aber nicht genügend Platz. Und sie nicht einer aus dem Weg geht, damit ich auf dem Fußweg bleiben muss, sondern ich auf die Straße gehen muss. Sowas zum Beispiel, das regt mich richtig auf. Was tust du, wenn du nervös bist? Ehrlich gesagt, ich habe beispielsweise noch nie an Stiften gekaut oder an meinen Fingernägeln gekaut oder meine Haare ausgerissen oder irgendwie sowas. Eventuell, dass ich so auf meine Lippe ein bisschen beiße. Oder so, weiß ich nicht, wie man das nennt, oder an meiner Fingerhaut. Das mache ich immer noch. Aber das mache ich eigentlich nicht, weil ich nervös bin, sondern weil ich das so hässlich finde, dass das so übersteht. Eine weitere seltsame Angewohnheit übrigens. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Also ich bin ja viel unterwegs, deshalb ist das immer unterschiedlich und mir eigentlich gar nicht so wichtig. Zu Hause in Hamburg schlafe ich auf der Seite, wo nicht die Tür ist, also zum Fenster hin. Also am Fenster und nicht an der Tür. Aber jetzt zum Beispiel schlafe ich gerade außen zur Tür hin. Also relativ egal. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Da muss ich Mama anrufen. Hallo Mama, kannst du mir kurz mal was beantworten? Welches war mein erstes Kuscheltier und was war sein Name? Mathilda, und was war das? Mathilde, das rote Nilpferd. Okay. Ich dachte, der Pudel. Gut, bis dann. Tschüss. So, mein erstes Kuscheltier war ein rotes Nilpferd, was mir meine Oma geschenkt hat. Und sie hat es Mathilde getauft und ich habe diesen Namen angenommen und deshalb hieß das rote Nilpferd Mathilde. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Ich komme nicht aus einer Gegend, wo es Starbucks gibt. Deshalb habe ich Starbucks nicht so oft. Und wenn ich Starbucks irgendwie bei Starbucks das trinke, dann trinke ich eigentlich immer was anderes, weil ich das eben nicht gewohnt bin und dadurch noch nicht so die Getränke kenne. Aber ich bestelle nie
so ein Standardgetränk. Also ich würde niemals bei Starbucks einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato oder normalen Kaffee bestellen, sondern einen Chai Latte oder einen Kaffee Mokka oder Matcha Green Latte war, glaube ich, das letzte, was ich bestellt habe. Und so ein Oreo Cookie Latte, der extrem süß war. Aber so fancy, schmancy Sachen, die ich jetzt nicht in einem anderen Café bekommen würde, die bestelle ich. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Also so irgendwie, was ich immer predige und nie einhalte, nicht. Aber beispielsweise in letzter Zeit, ich tendiere sehr viel dazu, ich bin ja ein bisschen faul und ich tendiere dazu, dann auch Fast Food zu essen. Also eben nicht mir mein Sandwich zu Hause am Abend vorher oder morgens zu machen oder mir Couscous-Salat zu machen oder so. Ich bin überhaupt nicht der Typ für sowas, sondern ich gehe damit gar nichts aus dem Haus und dann kaufe ich mir ein Energy Bagel oder sowas. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Auch da ist es mir eigentlich wieder völlig egal, aber ich glaube, ich stehe eher zum Duschkopf hin, weil da mein Shampoo und meine Reinigungsmilch und mein Duschbad und alles steht. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Ich glaube, seltsame Körperfähigkeiten habe ich nicht. Ich habe einen extrem steifen Rücken, deshalb kann ich ungefähr gar nichts damit machen. Also ich habe ja früher Ballett getanzt, ich weiß nicht. Ich glaube aber, meine Mutter meinte letztens, dass ich auch damals schon die Brücke nicht so extrem rund konnte wie die anderen, weil mein Rücken einfach so steif ist. Falls ihr dafür irgendwelche Lösungsvorschläge habt, ich war schon bei der Physiotherapie, Yoga, Pilates, verschiedene Übungen für den Rücken, aber es hilft nichts. Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, was du trotzdem liebend gerne isst? Natürlich. Ich bin so ein Sweet Tooth, also ich esse richtig gerne süß. Und süß ist ja einfach meistens nicht gut, zumindest was so Convenience-Produkte angeht. Also allerlei von Kuchen, Schokolade, eigentlich alles Kekse. Überall ist meistens raffinierter Industriezucker drin und an sich irgendwelche komischen Sirup-Sachen und so. Aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Kuchen, Kekse, Schokolade. You name it. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Fun Fact, ich kenne nicht so viele Redewendungen, beziehungsweise, ja, erstens, ich kenne nicht so viele und zweitens, wenn ich versuche, eine anzuwenden, dann sage ich es immer falsch. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist, glaube ich, die einzige Redewendung, die ich niemals falsch sage, die aber auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Doch, sie ergibt Sinn, aber sie sagt nicht wirklich irgendwas Neues aus, was dir was bringen könnte. Dir. Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Ich habe wirklich immer viel zu viel an. Ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der nur im Slip schläft oder, keine Ahnung, im kurzen Shorts. Ich habe auch im Sommer meistens lange Sachen an, weil mir immer kalt ist. Ich habe meistens Socken an beim Schlafen. Meistens eine Kuschelhose von H&M oder Primark, diese Fleece-Kuschelhosen, die so ganz weiß sind und dann eng zusammengehen. Und Top und T-Shirt. Also so ein Unterzieh-Top, sowas wie das hier. Wo ist es? Da ist es. Also so ein normales Unterzieh-Top habe ich auch so zum Schlafen welche. Und ein T-Shirt oder was langärmliches. Yes. Das war's zu dem Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich tagge auf jeden Fall Talisa von Blütenschimmer und Nisi von TeethRJade.com, Andrea007 Morgenstern. Ich glaube, du hast den Tag auch noch nicht gemacht, oder? Und Mira von Funny Pilgrim und jeder, der den Tag noch nicht gemacht hat und den gerne machen würde. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!